Ja, sag mal, Gretelein, willst du wohl heute nichts zum Essen machen? Ja, gell, Kasperl, du hast schon wieder Hunger. Na freilich, ich hab doch schon lange nichts mehr bekommen. Ja, und ich erst. Ich hab einen Kohldampf, dass ich mindestens 5 Glöß verdrücken könnt. Da hast du aber heute kein Glück, Seppel. Denn die Großmutti hat für heute etwas anderes geplant. So, was denn? Heute gibt's Apfelstrudel. Hurra, Strapfeludel. Strudelapfel, nee, ich meine Apfelstrudel. Der ist immer gut. Mit vielen Weinbärler und Mandeln. Oh, schon wieder so ein süßes Gebab. Glöß und Schweinsbraten wären mir lieber. Motz nicht schon wieder, Seppel. Wir haben noch so viele Kornäpfel im Keller. Die müssen endlich aufgebraucht werden. Ja, ich muss gleich mal bei der Großmutter in die Küche gucken, ob ich ihr etwas helfen kann, damit der Apfelstrudel schneller fertig wird. Hallo Großmutti, Gretel hat erzählt, dass es heute Apfelstrudel gibt. Kann ich dir etwas dabei helfen? Natürlich, das ist lieb von dir, Kasperle. Du könntest mir aus dem Keller die Schüssel mit den geschnittenen Äpfeln holen. Ich zieh inzwischen den Strudelteig aus. Ist recht, Großmutti, ich bin gleich wieder da. Ach, da fällt mir ein, ich habe ja den Ofen noch gar nicht angeheizt. Habe ich, der Zuckerschlecker, aber eine leckere Küche gefunden. Hier steht ja die Zuckerdose. Oh, da werde ich gleich ein wenig schlecken. Ja, da drin sieht mich ja keiner. So, der Ofen wird schön heiß. Jetzt schnell den Strudelteig ausziehen und dann füllen. So, Großmutti, hier sind die Äpfel und die Weinbärler und die Mandeln habe ich auch gleich mitgebracht. Nun, die Äpfel, die Weinbärler und die Mandeln schön auf dem Teig verteilen und noch etwas Zucker darüber gestreut. Das habe ich ja gerade nochmal geschafft, mich unsichtbar zu machen. Ja, aber Nanu, wo bin ich denn jetzt? Oh, unter mir sind ja Äpfel und dunkel wird es auch um mich herum. Und jetzt werde ich auch noch hin und her gedreht. Oh, Nanu, was machen die denn hier mit mir zwischen all den Äpfeln und dem babbischen Deich? So, der Strudel ist aber schön geworden. Schön rund und glatt. Jetzt schieben wir ihn in die Röhre, damit wir ihn bald essen können. Ich freue mich schon auf den Apfelstrudel. Ich kann schon bald nicht mehr abwarten. Aber bis er fertig ist, lese ich noch etwas, damit ich meinen Hunger nicht so spüre. Ja, und ich decke einstweilen den Tisch. Was ist denn das? Überall pappt es. Und heiß wird es auch noch. So, wie komme ich da bloß wieder heraus? Ja, zum Donnerwetter, es nützt nichts mehr. Ich muss da um Hilfe rufen. Hilfe! Zu Hilfe! Ist denn hier keiner, der mich hört? Ich bin hier. Da, wo es so heiß ist. Nanu, wer jammert denn da und ruft um Hilfe? Das kommt aus der Bratröhre, Großmutti. Haben wir da etwa jemanden mit eingesperrt? Na, die Röhre ist offen. Ja, so komm doch heraus, wer du auch immer bist. Ich kann aber nicht. Ich bin irgendwo eingewickelt und links herum, um mich wird es immer heißer. Ja, wer bist du denn eigentlich? Ich bin der Zuckerschlecker und ihr habt mich in euren babbischen Teich mit eingewickelt, bloß weil ich ein wenig Zucker aus eurer Zuckerdose genascht habe. Ihr habt mich nur nicht gesehen, weil ich mich unsichtbar gemacht hatte. Das heißt also praktisch, du bist in unserem Apfelstrudel mit eingewickelt? Ja, ihr müsst mich schnell herausholen. Das werde ich, die Gesundheitsfee, schon erledigen, damit ihr euren schönen Apfelstrudel wegen dem Zuckerschlecker nicht zerstören müsst. Ja, das ist aber nett von dir, liebe Gesundheitsfee. Zuckerschlecker, komm aus dem Strudel heraus und verschwinde für immer aus dem Haus. Oh, vielen Dank. So können wir doch noch unseren guten Apfelstrudel essen. Ja, liebe Kinder, ihr wisst sicher genau, dass zu viel Zucker ungesund ist. Und man davon schlechte Zähne bekommt. Deshalb seid nicht so gierig auf Zucker wie der Zuckerschlecker. Ja, wir lassen uns jetzt gleich Großmuttis Apfelstrudel gut schmecken. Und deshalb sagen wir Tschüss, Servus und Ade. Die Großmutter, die Gesundheitsfee und euer Bamberger Kasperl.